Willkommen zu unserem neuen Video mit Gott auf der Couch. Heute mal nicht in Erbach, sondern hier in Limburg bei Bischof Georg Betzing. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, mit uns ein Interview zu führen. Ja, ich freue mich. Also gleichfalls. Herzlich willkommen. Ja, dann würde ich Sie glatt ins kalte Wasser schmeißen und einfach mal mit der ersten Frage anfangen. Durch was wurde Ihnen klar, dass Sie Kleriker werden möchten? Also, ich hatte am Sonntag Besuch hier in Limburg und da war meine Lehrerin aus dem ersten Schuljahr da. Also das sind jetzt 53 Jahre her, dass ich zur Schule, das erste Mal zur Schule gegangen bin. Und die sagte mir, Georg, du wusstest damals schon, dass du Pastor werden willst. Also Pastor sagt man bei uns für Pfarrer. Und wenn ich ehrlich bin, das stimmt auch. Ich habe nie wirklich was anderes werden wollen. Von daher kann ich gar nicht sagen, gab es besondere Ereignisse oder so, sondern irgendwie war das in mir immer schon drin. Wie alt waren Sie da? 6, wenn man in die Schule geht. Ne? Haben Sie diese Entscheidung nie hinterfragt? Also ich habe die Entscheidung oft hinterfragt, weil ich natürlich wissen wollte, trägt das? Ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Firmenvorbereitung, da hat das für mich eine große Rolle gespielt, nochmal zu fragen, was ist das eigentlich, was bedeutet dir Gott, was ist das mit der Kirche? Dann erinnere ich mich daran, dass ich so gerade in der Phase der Oberstufe ganz viel Theologisches gelesen habe. Die Bibel fand ich hochinteressant und damals kamen so erste Bücher, die ein bisschen populärwissenschaftlich waren auch, wie kann man die Bibel verstehen, wie ist die Bibel entstanden, was sind die Hauptaussagen der Heiligen Schrift, so, das hat mich sehr interessiert. Und dann im Studium natürlich, das Studium ist nicht zuletzt dazu da, das Theologiestudium und die Priesterausbildung, dass sich jeder hinterfragt und hinterfragen lässt, auch anfragen lässt, auf seine Eignung und auf das, was man noch dazulernen muss. Und das habe ich unglaublich positiv erlebt, dass man genau dadurch nämlich wächst. Haben Sie eine göttliche Erfahrung gemacht, die Sie mit uns teilen möchten? Also diese Grunderfahrung, die wahrscheinlich auch etwas damit zu tun hat, dass ich Priester geworden bin, oder dass der Glaube einfach so fest als Teil zu meinem Leben gehört ist. Und das ist sehr früh in meinem Leben, auch in der Kinderzeit eigentlich, gab es irgendwann ein ganz klares Wissen, Gott, es gibt dich. Und das hat mich bis heute nicht verlassen. Und zwar eben auch in dieser dialogischen Struktur, nicht so, es gibt Gott, also das kann man ja theoretisch beantworten, ja oder nein, sondern als ich empfinde ganz stark, dass Gott ein lebendiges Gegenüber ist. Es gibt dich. Und daraus ist eigentlich alles entstanden, was bis heute mein Leben ausmacht, nämlich dass, wenn das so ist, dann sage ich mir, dann musst du eine Antwort darauf geben. Und die Antwort kannst du nur mit deinem Leben geben. Und das hat etwas mit dem zu tun, was ich dann irgendwie angestrebt habe und in dem ich glücklich bin bis heute. Also das ist keine, würden Leute sagen, ja, ist keine besondere Gotteserfahrung, also so wie Martin Luther die gehabt hat, ne, das Gewittererlebnis, so diese Angst und dann auf einmal die Erfahrung, Gott nimmt einem Angst oder so. Das, so weit geht das nicht, oder dass es Menschen gibt, die ja sagen können, ich saß da und da unter dem Baum und da ging mir auf, was weiß ich, Gott hat die Welt geschaffen oder Gott will was von dir oder so. Oder von der Edith Stein wird ja berichtet, dass sie irgendwann in der Bibliothek ihres Lehrers als Jüdin, die aber suchend war, auf der Suche war, ein Buch gefunden hat über die Teresa von Avila und in diesem Buch eigentlich
den Gott der Christen gefunden hat. So. Mhm. Also damit kann ich nicht dienen, damit kann ich nicht aufwarten, so war das nicht. Aber dieses innere Wissen, Gott, du bist da, und das ist bis heute eigentlich ganz stark. Wünschen Sie sich nicht manchmal so eine Begegnung, wie Martin Luther die beispielsweise hatte? Ich bin ja auf dem Lande aufgewachsen, in einer ganz einfachen Familie. Mein Vater war Arbeiter, meine Mutter Hausfrau. Also ich bin sehr bodennah aufgewachsen. Mhm. Und deshalb ist mir das Besondere, so das ganz Besondere, eher immer suspekt. Weil ich denke, wenn Gott sich zeigt, dann wahrscheinlich in der Regel durch das Alltägliche, das Normale, das dann irgendwie sich auftut und doch einen Blick in eine andere Dimension des Lebens ermöglicht. Aber dann müssten Sie auch kritisch gegenüber solchen Erzählungen, wie Luther sie erlebt hatte, sein? Ja, in der Regel schon. Aber bei Luther ist das ja wirklich nachvollziehbar. Mhm. Das ist durch seine Biografie auch belegt und die Biografen. Ich habe mich in der Vorbereitung für mein Doktorexamen ganz intensiv mit Luther auseinandergesetzt. Und da würde ich sagen, nein, das hat dieser Mensch erlebt. Und das war etwas von einer, vor allem einer psychischen Beklemmung, die der Mensch hatte. Und die hatten damals viele Menschen, also Region, der Gottesglaube war damals mit sehr viel Angst verbunden, weil man immer gedacht hat, du musst für alles, was du tust, das stimmt ja auch heute, gerade stehen, und Gott ist wahrscheinlich eher ein Richter und ein Strafender. Und dann war seine Gottesentdeckung, nein, Gott macht gerecht, der macht frei, was eigentlich schon im Römerbrief steht. Ne? Mhm. Und insofern das, glaube ich fest dran, dass das auch so war. Bei anderen, ich sag mal, Erweckungs- oder Bekehrungserlebnissen, da denke ich immer, ja, das hat wahrscheinlich doch längere Anwege auch gehabt im ganz normalen, natürlichen Bereich. Ne? Wie meinen Sie das? Ich sitze unter einem Baum und auf einmal ist die Welt ganz anders, oder ich habe eine Erleuchtung, dann glaube ich daran, dass auch das vielleicht der Höhepunkt einer Entwicklung ist, aber dass ich in einem Menschen, das wirst du auch kennen, es gibt Phasen, da ist man auf der Suche und da stellen sich einem Fragen und da gibt man sich nicht mit einzelnen oder schnellen Antworten zufrieden, sondern man baut das irgendwie ein und auf und bleibt trotzdem suchend und fragend. Und dann kann es natürlich irgendwann mal so ein Aha-Erlebnis geben. Ah, jetzt leuchtet mir was ein. Ne? Aber in der Regel hat das einen langen Anweg. Dann spielen wir jetzt unser erstes Spiel. Entweder oder, Sie müssen sich für eines der beiden Sachen entscheiden. Eule oder Nachtigall? Nachtigall. Kaffee oder Tee? Kaffee. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Apostel Petrus und Andreas oder heilige Corona? Die beiden ersten. Lustig? Lustig. Gut. Habe ich mir extra vorher ausgedacht. Ja. Kino oder Theater? Das ist schwer. Klassik oder Rock? Klassik, wenn ich ehrlich bin, ja. Krimi oder Romanze? Krimi. Strand oder Berge? Berge. Konfrontation oder Ausweichen? Ausweichen. Vielen Dank. Es gibt einen super Film von 2018, vielleicht kennen Sie den ja, mit dem Titel Interview mit Gott. Wenn Sie jetzt schon physisch einen Tag mit Gott verbringen dürfte, was würden Sie ihn fragen? Also erstmal, ich verbringe jeden Tag mit Gott. Ich fange den Tag an morgens mit Gott im Gebet und beende ihn im Gebet. Also das ist eigentlich dieses starke Gefühl, ich lebe immer an der Seite Gottes und Gott an meiner Seite. Das ist so eine Erfahrung. Insofern stelle ich immer heute die Fragen, die mich bedrängen.
Es ist schon eine Frage, Gott, was hast du eigentlich vor mit deiner Kirche in dieser Zeit, die so angefochten ist, die ja so viele Skandale hinter sich hat, wo es so viel Verkehrtes auch gegeben hat in der letzten Zeit. Wohin willst du uns eigentlich führen und wozu brauchst du uns? Was sollen wir tun, damit wir sozusagen deinem Willen für alle Menschen, und ich glaube, Gottes Wollen für alle Menschen ist, dass sie das Ziel ihres Lebens finden, dass wir dem dienen. Da hätte ich gern mal schon mal ein bisschen konkrete Antworten, weil ich merke, wir suchen alle und es gibt Unsicherheit und Irritation, jetzt auch in der Corona-Zeit noch mal mehr. Ja. Und das frage ich ihn aber auch. Ich frage ihn das fast jeden Tag. Glauben Sie, dass Sie eine Antwort bekommen? Ja, auch das glaube ich. Und ich glaube, dass die Antwort sich zeigt. Also in meinem Nachdenken, in meinem Arbeiten, in den vielen Begegnungen, die ich habe, im gemeinsamen Ringen und Versuchen und Experimentieren, da zeigt sich die Antwort Gottes, ganz bestimmt. Wenn wir jetzt dieses Gedankenspiel mit dem Interview mit Gott weiterführen würden und er Ihnen drei Wünsche schenkt, die Sie sofort erfüllt bekommen würden. Welche wären das? Ja, also man weiß ja, dass das mit den drei Wünschen in jedem Märchen ganz gefährlich ist. Das hat schon mit dem Hans im Glück angefangen. Ne? Also insofern ist das schwierig, aber ich will es mal versuchen. Also erstmal würde ich mir wünschen, dass wir bald einen Impfstoff und Medikamente finden, um diese Corona-Zeit abzukürzen, weil ich merke, dass viele Menschen leiden in dieser Zeit. Und nicht nur die, die krank geworden sind, sondern alle, das haben wir ja alle erlebt, unter den Einschränkungen, die das bringt. Das ist kein normales Leben. Und insofern würde ich mir wünschen, Gott, hilf uns, dass wir in die Normalität zurückkehren. Der zweite Wunsch hängt damit zusammen, hilf uns, dass wir nicht vergessen, was wir unterwegs gelernt haben. Wir haben ja gerade im Vorfeld auch nochmal drüber gesprochen, euer Experiment hier, eine tolle Sache. Ohne Corona, ohne diese Krise gäbe es das nicht. Unsere Streaming-Gottesdienste, also Menschen, ich bin ja sonst viel unterwegs, und erreiche dann immer, wie im Rheingau, auch im letzten Jahr, Hunderte von Menschen. Und jetzt bin ich gar nicht unterwegs und habe trotzdem Tausende von Menschen erreicht. Dass wir das nicht verlernen, das wäre der zweite Wunsch. Und der dritte Wunsch ist, es möge gerechter zugehen in dieser Welt. Das ist manchmal so, das ist auch etwas, wo ich Gott frage, warum ist das eigentlich so, dass wir so gut hier leben und dass es so viel Unrecht in der Welt gibt. 70.000 Menschen sind im Moment auf der Flucht. Die würden am liebsten zu Hause sein, dort, wo sie ihre Heimat haben. Aber sie werden dazu gedrängt, weil wirtschaftliche Situationen unerträglich sind, weil es ungerecht zugeht in ihrem Land, weil Korruption und Diktaturen herrschen, weil Krieg einfach zur Flucht drängt. Warum ist das so? Ja, also das sind schon mal drei Wünsche. Ich könnte noch ein paar nennen. Wenn ich jetzt an den zweiten Wunsch denke, vor allem hinsichtlich auf den ersten, wollen wir dann wirklich zurück zur Normalität, wenn wir das mitnehmen, was wir erfahren haben in der Nicht-Normalität? Ja, zu einer anderen Normalität, ja, würde ich auch sagen. Also alleine jetzt, heute Morgen hatten wir wieder die sogenannte Dezernent, also Leitungskonferenz im Bistum und beobachten die Situation. Wir haben eine Befragung gemacht unter allen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, auch Ehrenamtlichen, so eine Echtzeit-Evaluation. Was ist Corona und wie beeinflusst uns das? Und viele sagen ja,
Wir leben im Moment bewusster. Das ist das eine. Wir lernen, in ganz anderen Formaten zusammenzukommen. Mhm. Muss man wirklich zu jeder Konferenz fahren? Mit dem Auto? Musst du fliegen? Wie viel musst du? Muss man zusammenkommen? Also was geht per Videokonferenz und so? Die Frage des Homeoffice ist ganz wichtig. Auf einmal mussten fast alle zu Hause arbeiten. Jetzt fragen wir uns, ja, geht das vielleicht auch? Kann man dadurch Familie und Beruf besser vereinbaren? Was? Also das sind so Dinge. Eine andere Normalität, die vielleicht auch nachhaltiger ist, auch etwas zu tun hat mit der Frage von Klimaschutz und Umweltschutz, ne? Und uns da weiterbringt. Ich war jetzt wieder einige Male unterwegs nach Frankfurt, freue mich natürlich jetzt auch, wenn ich die Flieger wieder am Himmel sehe, und im Rheingau wird man sie wieder hören. Mhm. Und weiß ja auch, dass daran hängen zigtausende Arbeitsplätze, gerade im Rhein-Main-Gebiet. Und trotzdem hoffe ich, dass wir lernen. Also wie viel muss sein, wie viel ist hilfreich und was macht letztlich kaputt. Also müssen wir auch lernen, wegzulassen. Ja. Okay, wir sind immer noch im Gedankenexperiment. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, ein Meet and Greet mit einem Heiligen Ihrer Wahl zu veranstalten. Welcher wäre das? Ein Heiliger meiner Wahl. Ja, das müsste ich ja eigentlich sagen, der Georg. Ja, nehmen wir den doch mal. Der ist der Patron des Doms, des Bistums und mein Namenspatron. Ja. Was würden Sie den Heiligen Georg fragen? Ja, also er ist ja ein Märtyrer der frühen Zeit. Ich würde ihn fragen, wie ist das als Christ, der zu seiner Meinung steht, der zu seinem Gewissen, zu seiner Gewissensentscheidung steht, dafür echte Nachteile in Kauf nehmen zu müssen? Also in einem gesellschaftlichen Umfeld zu leben, das die Werte des Christlichen nicht mitträgt. Wir sind ja gewohnt, in einem Umfeld zu leben, das ganz stark christlich geprägt ist und viele unserer Werte übernommen hat. Und haben ja fast vergessen, dass sich zum Glauben an Jesus zu bekennen, auch gefährlich sein kann. Wir lernen es heute wieder, weil Christenverfolgung ein Thema ist in der Welt. Und insofern würde ich ihn da fragen, wie gelingt es einem, dann für seine Positionen einzutreten, auch wenn ich weiß, da habe ich Nachteile für in Kauf zu nehmen. Würden Sie ein Selfie machen oder sich lieber eine Unterschrift holen? Also die Unterschrift wäre interessant, weil der Georgios ja Grieche war, also der würde in Griechisch, Altgriechisch unterschreiben. Ein Selfie wäre auch mal gut. Also beides? Ja. Ja. Würde ich auch machen. Genau, denn wir kennen den Georg ja praktisch nur in seiner mittelalterlichen Färbung. Da wurde er so zum Ideal des Ritters, aber das stimmt ja nicht. Der war ein Soldat in der Römerzeit und allein, wie hat er ausgesehen, da wäre das Selfie schon interessant. Frage ich mal ganz provokant. Warum hält die katholische Kirche Frauen für gefährlich oder schlechter als Männer? Oder gibt es einen anderen Grund, warum Frauen nicht geweiht werden können oder eine größere Rolle in der katholischen Kirche spielen? Was macht es mit Ihnen als Mensch, wenn Sie eben viel Misstrauen gegenüber dem schlechten Umgang der Kirche und dem Skandal und der Generalverdacht zu spielen?